bin der Henry, bin leitender Greenkeeper beim FC Ingolstadt 04. Ja, das fängt morgens an in der Regel, dass wir eine kleine Themenbesprechung machen, weil wir sind immer jeden Tag abhängig vom Wetter, von der Witterung, wo man sich dann morgens neu aufstellen muss, einen Plan neu machen für den Tag. Das fängt dann jeden Tag anders an. Du hast es schon gesehen, vorhin haben wir Temperatur gemessen, die Feuchtigkeit. Ja, wir haben ja hier im Stadion und auf einem der Trainingsplätze bzw. auch auf dem Kunstrasen eine Rasenheizung verbaut, womit wir die Böden frostfrei halten, allerdings nicht schneefrei. Es war jetzt heute Morgen am Trainingsplatz so, dass wir ca. 3 cm Schnee hatten, die wir dann erst räumen mussten. Fahren wir dann auch mit einem leichten Fahrzeug, ziehen wir dann eine Alumatte über den Platz, nehmen den Schnee runter und räumen den dann draußen mit dem Radlader oder mit dem Traktor weg. Im Stadion war es so, dass er bis heute Mittag dann weggetaut war, sodass wir dann gleich mit dem Mähen anfangen konnten. Nach den Heimspielen geht es dann los mit Schäden beseitigen. Also direkt nach dem Spiel gehen wir durch, beseitigen die Schäden, nehmen loses Material mit Mähen wieder runter. Es gibt immer Rasenteile, die lose dann am Platz liegen, die dann abgesaugt oder abgekehrt werden, dass einfach alle Fremdkörper vom Platz unten sind. Ein weiterer Effekt ist, dass sich die Grashalme wieder aufrichten, dass die wieder stehen. Es kann wieder Luft durchgehen, was für die Blattgesundheit oder die Rasengesundheit sehr von großer Bedeutung ist. Und dann kommt in der Regel, je nachdem wie das Spiel für den Platz gelaufen ist, große Lücken, eine Nachsaat, eine Bodenlockerung und dann weitere Maßnahmen wie Beleuchtung draufstellen oder Wachstumsfolien. Ja, wir haben hier Poa pratensis, Wiesenrispe und deutsches Weidelgras, Lolium perenne. Das sind zwei Sorten, die im Fußballbereich von großer Bedeutung sind. Zum einen die Poa bringt die Scherfestigkeit, was den Rasen stabil macht. Das Lolium ist sehr schnell und auf abgespielten Stellen macht das schnell wieder in Grün. Auf den Sportanlagen, so wie auch hier bei uns beim FC Ingolstadt, ist jeden Tag einer auf der Fläche drauf, der mit irgendwelchen Pflegearbeiten beschäftigt ist. Das Mähen, was wir jetzt heute hier für die Spielvorbereitung machen, ist eine alltägliche Aufgabe, auch im Winter durch auf den beheizten Flächen. Und ansonsten wird im Winter die Düngung etwas umgestellt, was ich auch jedem im Hausgarten empfehlen kann, im Winter oder vor dem Winter nochmal eine kalibetonte Düngung zu geben. Dann geht der Rasen in der Regel gut durch den Winter und kommt im Frühjahr frisch mit einem frischen Grün raus. Ja gut, meine Wurzeln sind aus der Landwirtschaft und nachdem ich den landwirtschaftlichen Betrieb in Hessen aufgegeben habe, bin ich ins landwirtschaftliche Versuchswesen gewechselt. War dort ein Jahr und dann hatte ich die Möglichkeit, über eine Stellenausschreibung hier beim FC Ingolstadt in das Greenkeeping zu kommen. Und dort bin ich seit 8 Jahren und seit 3 Jahren Leiter der Abteilung. So Leute, jetzt wisst ihr über mich Bescheid. Vielleicht sieht man sich mal wieder beim Heimspielen beim FC Ingolstadt. Euer Henry.